Urdhva Ekapada Ardha Padma Paschimottanasana ist eine Form der aufgerichteten, sitzenden, einbeinigen Vorwärtsbeuge. Vom Sitzhaltung ausgehend gibst du einen Fuß zum halben Lotus, dann fasst du das gestreckte Bein mit dem entgegengesetzten Arm bzw. Hand an den Fuß und hebst das Bein hoch. Du kannst die andere Hand dann auch noch an die Hüfte geben oder du kannst den Arm auch hoch zur Decke hinausstrecken, vielleicht auch in Chin Mudra. Diese Stellung erfordert Gleichgewicht, Lotusflexibilität und vorwärtsbeugende Flexibilität.